Nachdem wir ja einen neuen Bahnchef haben, also die Bahn hat den Chef, nicht ich. Mir ist der Typ eigentlich relativ wurscht, weil ich nicht mehr mit der Bahn fahre. Also zumindest nicht, wenn ich's verhindern kann, war das Wort, wonach ich gesucht habe. Zack. Zack. So. Pflück, 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 pflück. Und du bleibst da. Flup, 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 flup. Fup. Meh, 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 meh. Quack, quack, quack. Und ich werde heiser. Deswegen sing ich leiser, weil sonst werde ich heiser. Doch das interessiert mich nicht. Ich renne dem Steinbruch hinterher. Das beschäftigt mich nicht so sehr. Bitte was? Okay, das lassen wir mal so stehen. Also ich kann jetzt hier die ganze Zeit rumlaufen, völlig ziellos. Ich kann aber auch einfach hochfliegen und irgendwas anderes machen. Das ist ja hier, ne? Also, guck dir das an. Der Steinbruch braucht noch einen Moment. Jetzt nicht mehr so lang, aber ein Momentchen braucht er noch. In der Zeit können wir uns ja wirklich mit was anderem beschäftigen. Wie zum Beispiel hier mit dem Angleichen dieser Wand. Das macht vielleicht mal Sinn. Weil das auch nicht ohne ist, was hier stattgefunden hat. Ja, da kannst du hier schon einiges wegziehen an Steinen. Weil es einfach schlichtweg zu viel wird. Ups. So. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp, schnipp. Das Problem an der Sache ist ja eben, dass es jetzt gerade dunkel wird. Und wir uns jetzt hier einfach mal kurz hinlegen. So. Zack. Zack. Ja, und dass wir dann hier so bauen müssen, dass wir hier eine schöne Stufe reinkriegen. Und vielleicht machen wir dann hinterher einfach schlichtweg auch grün drumrum. Je nachdem. Man kann es ja mal probieren. Und dann überlegen wir, ob wir das wirklich so machen oder ob ich dann später einfach mal offscreen durchmetere hier und das schnell angleiche. Weil wie man Steine klopft, das ist dir ja hinlänglich bekannt. Wenn es in diesem Let's Play was gab, dann waren es Steineklopfaktionen der aller härtesten Güteklasse. Jo. So. Zack, 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 zack. Habe ich jetzt hier einen Schneeball eingesammelt? Ja, habe ich. Ach, das geht ja so nicht. Den muss ich ja tatsächlich entsorgen. Zack. So. So sieht's doch gut aus. Zack. So. Nee, 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 nee. Kann man von hier sehen, wie der Steinbruch arbeitet, oder? Ja, man kann sogar sehen. Hey! Clifftop Chant.
Das sind die modarchive.org. Wo wir diesen, ja, nennen wir es ruhig, interessanten Track eingesammelt haben. Dülü. 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 Zack. Pam, 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 pam. Die Handtasche. Der Handtasche muss lebendig sein. Das hier ist der Wahrheit. Da war Bruce Darnell noch Bruce Darnell. Und heute, naja, Brosi, Brosi. Ah, ich denke, ich werde das hier ein bisschen vermutlich mal offscreen machen. Es sei denn, du schreibst mir in den Kommentaren was anderes, ne? Dann sieht das natürlich wieder anders aus. D-D-D-D-D-D. D-D-D-D. So. Sind wir schon wieder im Donnerstag und keiner hat's bemerkt, hä? So schnell kann das gehen. Wenn man Steine klopft und ziellos im Steinbruch umherwandert. Haben wir also die Welt oder das Biom an sich nicht wirklich verlassen. KSD Beat Nummer 125. Schein. Manchmal kann man da auch einfach nur dieser Musik lauschen. Ich bin ja mittlerweile schon so frei, ich hab's im Auto. Ja, weil einige Songs von ihm kommen im Auto erst richtig gut. Also solltest du ein Fahrzeug dein eigen nennen, mit ein bisschen Sound drin, und damit meine ich nicht aufgemachte Anlagen, sondern einfach ein bisschen Sound, vernünftig und ausgewogen, dann pack dir KST Beats mit Fireworks ins Auto oder mit Revive. Mein lieber Mr. Singing Club Verein, das ist amtlich. Da kommt richtig was Schönes bei raus. Frag den Christoph, der hat's gehört. Und er kann auch bestätigen, mein Radio ist ganz sicher nicht aufgemacht. Oh, was haben wir denn hier? Wasser. Aha. Und hier waren wir sogar. Mhm. Zack. Können wir gleich den Kobbel, den wir rausgeklopft haben, schon wieder verarbeiten hier. Das ist doch gar nicht so übel, ist das doch nicht. So. Wop, wop. Iop. Wow, 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 wow. Sehr schön. Schöne Dubstep-Effekte hat der Titel. Da habe ich bis heute nicht begriffen, wie ich meine synthetischen Instrumente dazu bringe, so kaputt zu klingen. Früher habe ich einfach mit einer Motorsäge auf dem Rechner rumgeschrapelt, weißt du, und heute... Dip, dip. Dip, dip, dip. Dip, 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 dip. War da nicht noch irgendwie ein Loch? Er hat Loch gesagt. Ja, da war noch was, siehst du? Und
Als hätte ich es geahnt, war es nur eine Sache. Zack, 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 zack. Wupp, wupp. Wupp, wupp, wupp. So, 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 so. So. Geil, wie das funktioniert. Abwärts! Tja, und noch so nebenher fällt mir ja ein, Nordrhein-Westfalen hat ja auch gewählt. Na, da gab's aber mal richtig Haue für unsere Sozialdemokraten, wa? Et Annelore hat sich ganz schnell gedacht, er tritt mal zurück. Und das war ja nun wirklich eine Klatsche. Naja, was heißt Klatsche? 31,5%. Aber trotzdem, also... Ich meine, Nordrhein-Westfalen hat ja momentan eh schwere infrastrukturelle Probleme. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Aber ganz ehrlich, welches Bundesland hat die denn nicht? Ja, wenn ich mir den ganzen Bundkram anschaue hier... Ja, das ist Ländersache, das ist Bundsache, das ist das, das ist das, das ist das. Ja, warum macht man nicht einfach alles gemeinsam und gut ist? Ja, weil am Ende sitzen wir alle im gleichen Boot und am Ende haben wir alle dasselbe Ziel. Huh. Naja, was willst du machen? Irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer. Sagten wir, während wir Castebeat hörten. Beat Nummer 60. Horizon. Bing, 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 ba 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 da 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 da. La 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 la. Zack, 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 zack. So. Und abgelegt. Schwupp. Die Wupp. Ich schlafe auf dem Dach und morgens bin ich wach. Hups. Ding, 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 ding. So, jetzt beschleunigen wir den ganzen Spaß mal und tauschen mal die Spitzhacke gegen die Spitzhacke aus. So sieht's doch besser aus. So, da können wir nämlich immer mit 4 nach oben gehen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das macht's auf Dauer ein bisschen einfacher. Also offscreen werde ich in jedem Fall die Overflows korrigieren. Da ist noch so viel Material, was wir einfach nicht eingelagert haben. Ja, jetzt haben wir da schon 2 Overflows und eine davon ist voll. Wir haben 2 links, 2 rechts. Das ist nicht wenig. Huch.